In dieser Folge nehme ich dich mit auf eine Motorradreise in den Thüringer Wald über das verlängerte Himmelfahrtwochenende. Die Route führt von Stuttgart über den Schwäbisch-Fränkischen Wald durch Mittelfranken und Oberfranken bis ins Thüringer Schiefergebirge, wo in Saalfeld an der Saale das Tagesziel liegt.
Hier bin ich bereits mitten im Thüringer Schiefergebirge unterwegs. Es bildet zusammen mit dem Thüringer Wald im Nordwesten einen ca. 150 Kilometer langen Mittelgebirgskamm. Im erweiterten Sinn wird dieser Mittelgebirgskamm auch insgesamt als Thüringer Wald bezeichnet. Die Naturparkroute soll am morgigen Freitag ausgiebig gefahren werden. Heutiges Tagesziel ist Saalfeld an der Saale, wo ich am Bahnhof meine Sozia aus Berlin abhole. Ab jetzt geht es zu zweit weiter. Mittlerweile ist es Freitag und wir sind auf der Naturparkroute unterwegs. Die Naturparkroute Thüringer Wald ist eine 450 Kilometer lange ausgeschilderte Touristenroute, die für motorisierte Gäste konzipiert wurde. Sie ist Deutschlands erste amtlich beschilderte Ferienstraße. Wir fahren einen Teil davon von Saalfeld bis Oberhof. Das erste Stück durchs Schwarzertal sind wir bereits am Donnerstagabend gefahren. In Reichmannsdorf haben wir im Landgasthof Goldberg eine günstige und gemütliche Unterkunft gefunden. Leider mussten wir am Freitag wegen einer Reifenpanne zurück nach Saalfeld in eine Werkstatt. Dort wurde zum Glück schnell und unkompliziert repariert. Am Freitagnachmittag konnte die Tour dann endlich fortgesetzt werden. Der Rennsteig ist ein 170 Kilometer langer Fernwanderweg über den Kamm des Thüringer Walds. Er beginnt in Eisenach am Ufer der Werra und endet in Blankenstein an der Selbitz. Der Rennsteig wird unsere Route heute noch mehrmals überqueren. Hier ab Sitzendorf führt die Route wieder entlang der Schwarza hinauf auf den Bergkamm, wo der Rennsteigwanderweg verläuft. Immer rauf und runter in herrlich schöner, abwechslungsreicher Natur auf schönen Straßen. Zum Motorradfahren nur zu empfehlen. Die Menschen hier sind freundlich und wer die Natur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden will, wird hier ebenfalls glücklich. Attraktiv sind auch die Preise. Eine Übernachtung kostet zum Teil nur 20 Euro pro Person und ein warmes Essen 9 Euro. Wo bekommt man das heute noch?
Von solchen Rennsteighäusern mit Duschen und WCs gibt es 6 Stück entlang des Wanderwegs. Wir machen heute davon keinen Gebrauch und fahren weiter über Schleusingen und Suhl und von dort auf direktem Weg nach Oberhof. Unser Vorhaben, zahlreiche Fotostops einzulegen, haben wir aufgegeben. Wegen der Reifenpanne am Vormittag ist die Zeit fortgeschritten und wir müssen noch nach einer Unterkunft suchen. In der Pension Traumblick werden wir fündig. Der Name ist Programm, einfach traumhaft schön und zum Wohlfühlen. Samstag ist Wandertag. Entlang des Rennsteigs machen wir eine Tour zum Sachsenstein, einem Aussichtsgipfel auf dem Bergkamm des Thüringer Walds. Rund 20 Kilometer werden es bei dieser Wanderung. Diese Mission ist erfüllt. Der Gipfel ist bemoscht und ist nun Teil der Liste mit den erstbemoschten Gipfeln auf gipfelmoschen.de. Kurz fängt es leicht an zu regnen, bis zur Rückkehr in die Pension bleiben wir aber trocken. Am Abend nieselt es stärker, trotzdem fahren wir noch nach Ilmenau zum Abendessen. Bei der Rückfahrt in der Nacht war es aber wieder trocken und der Sonntag erwacht im strahlenden Sonnenschein. Sonntag, Abreisetag. Wir fahren noch gemeinsam bis nach Eisenach, wo sich am Bahnhof unsere Wege trennen. Ab hier trete ich alleine meine Heimreise in Richtung Süden an. Ich fahre Teile der Deutschen Alleenstraße durch Rhön und Spessart und den Rest über Autobahn und Bundesstraße nach Hause.